fangen an zu farmen. Ich hätte natürlich gerne einen Nachtreset. Gibt's den hier in der Mine? Aber nur so Zierde, guck mal, was wir gebaut haben. Nur so rein interessenhalber. Man kann ja mal begutachten, was die Leute hier so basteln. So. Und dann begeben wir uns mal selber auf den Weg. Und gucken mal, dass wir ein paar Fichten finden. Was ist denn hier? Da hat wohl einer versucht zu bauen in der Mine. Ich sag da nicht nein, mal reinzugucken. Boah, bitte Tropf Eisenrüstung, bitte Tropf Eisenrüstung. Schade, Gold. Goldsachen ziehe ich mal aus, weil die gehen so schnell kaputt. Ich guck einfach mal rein, ob der Herr vielleicht so gütig war, eine Truhe zu verstecken. Manchmal haben die Leute da so Anwandlungen, einfach Truhen stehen zu lassen. Der meint es aber... wo kommt der her? Der meint es aber nicht so gut mit uns. Schade, schade. Ist gerade doof, dass alles nachts ist. Martin, wo ist deine Hütte? Martin, Junge, wo ist deine Hütte? Sag mir Bescheid. Ah, super, da haben wir schon die Birken-Dinger gefunden. Ich hätte jetzt echt gern Licht, muss ich gestehen. Ist doch Optionen, Grafikeinstellungen hell. Mit Shader recht dunkel. Moment, ich mach gleich Licht. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Der schon mal genau 3. Tun wir uns mal ganz kurz. Ach super. Ich glaube jetzt Kohle brennen, aber da ist ja Kohle. Kohle, Kohle. Wir dürfen natürlich nicht alles mit der Hacke machen. Weil sonst kriegt man keine Kohle raus, also müssen wir uns gerade auch mal ein bisschen damit der Hacke holen. So. Dann. Haben wir denn hier ein bisschen? Die meisten gehen ja nur auf Diamantenjagd, deswegen ist es... ist denen die Kohle egal, die lassen sie einfach liegen. Was ich sehr gut finde. Weil damit kann man sich halt auch eine Menge in Reichen machen eigentlich. Ich sehe gerade genauso wenig wie ihr. Moment. Immer schön alles ausleuchten, wo man langläuft. Aber ich glaube, hier ist so schnell keine Kohle mehr. Kann man mal ganz kurz durchgraben, aber ich glaube es fast weniger. Dass wir hier noch irgendwo jetzt Kohle finden. Ich weiß nicht, ob die... Es wäre cool, muss ich gestehen, ich fände es cool, wenn in der Mine die Ressourcen ein bisschen begrenzt wären. Wenn auch hier eine kleine Begrenzung drin eingebaut wäre, dass, sagen wir mal, die Rohstoffe nur noch halb so viele da sind von allen. Das... Ah, hier hat's jemand noch gegraben. Wir gucken mal ganz kurz, was da oben ist. Vielleicht hat der Herr ja, Ah, es ist Tag geworden, sehr schön. Man muss echt in der Mine aufpassen. Manchmal gibt es Leute, die tun einfach ihre Kisten da stehen lassen. Und wer in der Mine seine Kiste stehen lässt, der meint so, ach ja, das gebe ich den anderen. Ich brauche das selbst nicht. Ich bin ein sehr reicher Mensch und dann nehme ich mir die Kiste immer mit. Das ist, ja, so ist das.
So. Warum ich mir eigentlich was aufbaue da unten drunter? Ich kann eigentlich hochfliegen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber... La. La. So. Ja, ich weiß nicht, wie wir brauchen. Ich nehme jetzt einfach mal an, ein Stack sollte reichen. Ich baue mich doch mal hoch. Oh, fuck. Das war jetzt nicht geplant. Egal. Ich denke mal an, ein Stack sollte reichen ungefähr. So. Nehmen wir hier den noch mit. Wäre vielleicht auch ganz klug, wenn wir uns dann später ein paar... Wenn wir uns dann später ein paar Scheren machen und hier ein bisschen was abschieren. So, schauen wir mal ganz kurz, was wir hier haben. Hier ist ein Fichtenbiom. Hab mal eine Frage. Meine Minecraft-Singleplayer-Version läuft auf 1.5. Gibt da schon Da hat man uns ja im Singleplayer-Display gefragt, ob das eventuell daran liegen könnte, wenn ich jetzt einmal hier bin mit so vielen erfahrenen Minecraft-Spielern, kann ich ja einfach mal fragen, die erklären mir das bestimmt. Geiler Biom. Ich glaube ja. Schau mal, Mensch. Ah, Kürbisse, guck mal, das sieht natürlich geil aus. Wir haben hier natürlich wirklich den Vorteil, dass wir fliegen können. Den haben wir im normalen Minecraft-Display natürlich. Ach nee, komm schon, echt jetzt? Das ist ja doof. Ich hätte jetzt gerne die Kürbisse. Ich hätte jetzt gerne die Kürbisse mitgenommen. Nehme ich halt die Kohle mit. Kohle. Blumen. Blumen nehme ich mit, auf jeden Fall. Haben wir noch nicht so viel. Ich glaube aber, ich werde die Blumen von dem anderen Texturenpack auf das Honeyball Texturenpack überspielen, weil die sehen leider besser aus. Wo man einfach sagen, Honeyball Texturenpack Blumen sehen jetzt auch nicht schlecht aus, aber die aus dem anderen, das der Welt schon wieder, okay. Die aus, boah, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist wieder vorhat auf jeden Fall, das, die sehen besser aus, finde ich. Eine Kuh. Oh. Ja, Hunger. Und da sehe ich ein schickes Chicken. Ja, ich habe doch was gegessen. Ich habe doch gerade was gegessen. Als Essen auf dem Server ist, glaube ich, ein bisschen buggy. Das Problem habe ich ständig. Selbst wenn es nicht geleckt hat oder so. Das Essen ist immer so ein... sehr geil. Es gibt echt wieder eine Mine. Es freut mich echt. Es gefällt mir. Riesen Pluspunkt für Magic Mine. Inside Mine. Das wird für mich immer Magic Mine bleiben. Ich war zu Inside Mine Seiten da. Inside Mine Seiten. Sprachfehler. Zu Inside Mine Zeiten war ich damals nicht auf dem Server. Ich habe Magic Mine angefangen und deswegen wird das hier für mich auch immer Magic Mine bleiben. Da hat einer ziemlich... imposantes Kreuzchen gebaut. Da hat einer ziemlich imposant alles in Brand gesteckt. Also die Mine ist auf jeden Fall wesentlich kleiner als sie vorher war, aber das ist auch vollkommen okay.
Habe ich kein Problem mit. Gefällt mir trotzdem. Und jetzt, meine lieben Freunde, begeben wir uns auf Diamantentour. Vorher will ich mir diesen epischen Berg hier noch anschauen. Oh, ist das geil. Kannst du einfach durchfliegen. Wie genial. So. Dann wollen wir mal. Wir kramen einfach mal nach unten. Wie man das beim Diamantensuchen halt macht. Okay, da haben wir schon das erste. Also nicht Diamanten, aber die ersten Rohstoffe haben wir da schon. Jetzt, nee, jetzt muss ich natürlich, mal ein bisschen mit der Axt hier abkrabbeln, weil wir brauchen ja Dingens und haben da, uns fehlt noch so ein bisschen Weil und deswegen weißt du Bescheid. Das ist mein Statement dazu. Siehst du, und gut, dass wir vorhin noch die Sticks mitgenommen haben. Die haben wir nämlich gleich zur Fackel machen können jetzt. So. Ist natürlich für uns in der Mine jetzt extra schwer, wegen dem Shader, den wir haben. Da sieht man natürlich erst recht nichts. Den nehme ich jetzt mit dem Ding nochmal mit. Eisen. Na holla, die Waldfee nehme ich gerne mit. Eisen ist immer gern gesehen. So, haben wir hier... Und hier war schon einer. Ich weiß, es kommt zu übersehen, aber hier war schon einer. Und hat sich ab... Oh. Das ist auch so ein Ding, das frage ich mich bis heute. Wie kann man durch einen Tunnel... Ich wette mit euch, wir werden noch mehr Erze hier finden. Einer, der das schon liegen lässt, dann werden wir bestimmt noch mehr finden. Oder? Na, großes Kino. Ich frage mich bis heute, wie die Leute einfach die Erze liegen lassen können. Oh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Eisen, Eisen, Eisen. Gut, ich meine, wenn man irgendwann wirklich zu viel hat, dann geht man natürlich nur noch auf einen bestimmten Rohstoff. Das erklärt sich jetzt von selbstverständlich. So. Wo kam ich runter? Hier kam ich runter. Gold, das ist geil. Alter, wenn wir jetzt nicht runtergefallen, wir hätten das Gold nie gefunden. Moment, so. Gesegnet sei das Weltende. Hashtag Weltende. Peace und so, ne? Und da sind wir auch schon. Und da der Freund sich hier durchgekramt hat, würde ich einfach mal sagen, wir starten dieselbe Sache jetzt einfach hier. Und graben uns jetzt mal hier durch. Ich nehme aber mal nicht die Schaufel, sondern ich nehme mal die Spitzhacke. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Aber... Für die Erze nehme ich dann das, egal was für ein Erz. Aber, wir wollen ja am Anfang nichts verschwenden. Wir sind am Anfang natürlich noch ein bisschen knapp bei Kasse. Kann man da was zu sagen. So. Alles schön abkrabbeln. Deswegen... Ah ja, und ich wollte mich eigentlich noch was so runtergraben. So, wisst ihr was, komm. Wir haben schon so viele Diamanten eigentlich, das passt schon. Wir graben uns einfach mit der jetzt hier durch und dann werden wir die ganzen Eisenspitzhacken wieder zurückbringen in die Spende. Ja, ein bisschen spenderisch machen. Und ich wollte mal was fragen. Weiß gerade nicht, wie viele das LP von den Anwesenden schauen. Aber soll ich eventuell das LP mit Webcam führen? Webcam führen?
deine Torbe. Mal schauen, kann man ja mal fragen, ob ihr das mit Devcam haben wollt. Ich weiß nicht, wie viele von denen, die jetzt anwesend sind, das in Let's Play schauen kann. Auch sein, dass es gar nicht so viele sind. Wir haben momentan so ungefähr 10 Aufrufe aufs Magic Mind Let's Play, deswegen frage ich mal. Genau, natürlich auf alle Folgen, also auf die 20 Folgen, die bis jetzt rauskamen, haben wir 10 Aufrufe insgesamt. Das ist, ja, ja.